Mein Name ist Stefan Kulisi. Ich bin einer der Gründer von Poolink. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, warum eigentlich die außenstehenden Paletten und Behälter entlang der Supply Chain mit einem Prozess gemanagt werden müssen, der aus dem Zeitalter der Postkutschen und Raubritter stammt. Deswegen der digitale Palettenschein Made by Poolink. Eigentlich ist es ein Witz. 5,5 bis 6 Milliarden gemeinsam genutzte Paletten, Behälter, Container, weiß der Teufel was, sind draußen unterwegs. Und die Außenstände werden entlang der Lieferkette, wie gerade gesagt, über ein Papier belegt, den Palettenschein, den Tauschschein, im CMR, den Abschnitt, entsprechend getrackt. Anschließend muss dieser Beleg über die ganze Lieferkette mitfahren, in ein Büro kommen und dort von Hand verarbeitet werden. Der Prozess hat noch nie funktioniert und ich wette mit Ihnen, der wird auch nie funktionieren, weil permanent ein Bruch ist zwischen der Information, weil wir unterschiedliche Medien einsetzen, weil das alles extrem zeitaufwendig und teuer ist. Egal, wen ich jetzt hier frage, wer Ladungsträger einsetzt, kennt das Problem, egal wann ich welche brauche, es sind keine da. Ich habe gestern welche beschafft, heute weiß ich wieder nicht, wo die gerade sind. Und wir haben dafür eine Lösung gebaut. Die orientiert sich an einem Prozess, man sieht es hier schön hinter mir dargestellt, an einem Prozess, den wir alle kennen, nämlich an der Haustür, wenn der Paketfahrer uns das Paket von Amazon, eBay, Zalando oder sonst irgendjemandem übergibt. Wir quittieren die Übergabe bzw. die Übernahme eines Pakets auf einem Handheld, was der Fahrer mit sich bringt. Digital. Und in der Sekunde, wo die Bestätigung da ist, weiß jeder der beteiligten Leute genau, wer hat das Paket gerade übernommen, übergeben. Wir machen das über eine mobile App, die läuft auf allen Smart Devices, iOS, Android-basierte Tablets oder Smartphones, aber auch Industrie-Handhelds wie Zebra zum Beispiel oder so. Die Daten werden wie bei einem oder anderen Vorredner auch in der Cloud gespeichert. Wir nutzen dafür Microsoft Azure, hosten die Daten auch alle hier in Europa und stellen ein Webportal zur Verfügung, was dann für Auswertungen verwendet werden kann. Damit sind wir standalone nutzbar. Sie wollen das integrieren in Ihr ERP, TMS, WMS-System, auch kein Problem. Wir haben API-Schnittstellen, da können Sie die ganzen Daten übernehmen. Das Ganze ist Plug and Play. Das heißt, da ist kein großes IT-Projekt notwendig. Ich hatte vorhin jemanden bei mir am Stand, der fand das System toll, stand übrigens S2, der fand es so toll, dass er sich online registriert hat und die benutzen das schon, die testen das schon. So schnell geht es. 10 Minuten, 12 Minuten und schon geht's los. Wir bieten das Ganze als Software as a Service an, berechnen eine Nutzungspauschale pro übergebenen, übernommenen Ladungsträger in Höhe von 0,25 Cent. Das heißt, der Full Truckload kostet 8,5 Cent bei der Beladung, 8,5 Cent bei der Entladung. Sie wollen sonst nicht mehr nutzen oder nutzen Sie uns halt nicht mehr, dann schicken wir Ihnen auch keine Rechnung mehr. Und wir unterscheiden uns von den meisten Anbietern, dass wir neutral sind. Wir transportieren nichts, wir reinigen nichts, wir verkaufen nichts und wir vermieten auch keine Ladungsträger, sondern das Einzige, was wir machen, ist, wir bieten eine weltweite, eine globale Plattform an, um Lademittelübergaben zu dokumentieren, digital. In Echtzeit stehen die zur Verfügung. Hat jemand gesagt, wenn es keine Internetverbindung gibt, auch bei uns ist das kein Problem, wird auf dem Gerät gecached. Sobald es wieder eine Internetverbindung gibt, werden die Daten hochgeladen, stehen dann zur Verfügung. Also ist alles kein Problem. Das Einsparpotenzial ist gigantisch. Ich habe vorhin gesagt, 5,5 bis 6 Milliarden gemeinsam genutzte Ladungsträger. Es gibt natürlich auch noch viele, viele andere Sachen, die man darüber tracken kann. Wir tracken Eisbehälter für einen Eishersteller, Bauverschalungen für ein Bauunternehmen. In England machen wir mit dem NHS Blutdruckmessgeräte, ist egal, was immer Sie wieder zurückhaben wollen, über uns können Sie das tracken. Das Einsparpotenzial ist gigantisch. Wir sparen im administrativen Prozess bis zu 80% der Zeit ein gegenüber einem Mitarbeiter, der einen Papierbeleg ausfüllen muss und der dann hinterher noch administriert werden muss. Und wir sparen bis zu 50% der Kosten für verloren gegangene Ladungsträger. Vorhin hatten wir 5 bis 20% an Verlusten. Über die gesamten 5,5 bis 6 Milliarden Ladungsträger kommt man auch ungefähr auf 5% Schwund. Das heißt, von den 5 bis 6 Milliarden Ladungsträgern geht ein ganzer Haufen jeden Tag verloren. Also das ist wirklich gigantisch, was da passiert. Sie können uns nutzen, standalone oder als Frontend zu Ihrem ERP-System.
Wir sind da sehr offen. Wir unterstützen Sie auch bei der Implementierung oder bei der Digitalisierung Ihrer Prozesse. Ich selber mache seit 20 Jahren nichts anderes wie Lademittelmanagement. Ich war mal Herr über 100 Millionen Kisten gewesen, Plastikkisten im Obst- und Gemüsebereich. Und Sie werden niemanden hier in der Halle finden, der mehr als ich ausgegeben hat für verloren gegangene Ladungsträger, nämlich ungefähr 500 Millionen Euro. Die Wette nehme ich übrigens an, egal wer gegen mich wetten will. Sie können auch kein Steak mehr essen gehen, ohne in Zukunft an mich zu denken. Denn die Firma Blockhaus war einer unserer ersten Kunden, die gesagt haben, hier, wir nutzen das System, um den Warenverkehr zwischen unserer Verarbeitung und den Restaurants zu tracken. Sie können auch da Handtücher benutzen von CVS, die werden übrigens auch über uns getrackt. Ja, besuchen Sie uns. Wir machen donnerstags immer, außer heute natürlich, ein Online-Webinar. Sie können digitalerwebschein.de die Seite besuchen oder Sie folgen mir auf die andere Bühne. Da führe ich nämlich jetzt dann gleich die App entsprechend vor, ab 14:40 Uhr. Ich würde mich freuen, Sie dort zu sehen. Danke.